Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren 5-Minuten-Mittwoch, heute mit Destination Ares. Und was ist das für ein Spiel? Das ist ein ziemlich cooles Spiel. Das sagt vielleicht nicht viel aus, aber das ist tatsächlich so. Und zwar kennt man ja vielleicht Faster Than Light. Wir sind ein Spaceship, genau, das ist schon mal... Def 8.3, zweite. Genau. Backup. Woo! Yay! Continue. Continue. Okay, erstmal stoppen. So, also was ihr hier seht, das ist praktisch unser Schiff. Wir haben hier verschiedene Maschinen. Die sind schon ganz, die sind wichtig, damit wir halt vorwärts kommen, logischerweise. Wir haben hier unseren Kontrollraum. Da haben wir einmal eine Kurskorrektureinheit, ein Radar, damit wir nicht zu weit vom Kurs abkommen. Und das Ganze läuft eigentlich ziemlich linear ab. Sprich, wir können eigentlich nicht wirklich steuern, wohin wir wollen. Aber wir wollen halt auf dieser Mission Destination Ares zum Mars. Und wir sind praktisch die KI dieses Schiffes und können hier verschiedene Sachen steuern. Wie zum Beispiel, wir können jetzt hier draufklicken und sagen, das ist jetzt vielleicht... Ja doch, wir können ja hier mal anfangen. Also wir können erstmal sagen, yo, wir toggeln das System. Sprich, wir können es an- und ausstellen. Wir können sagen, ignoriere das, auch wenn das kaputt ist. Wir können sagen, meinetwegen hier, das ist benutzbar. Also da, wo Manual dran steht, da kann man sagen, hey, benutze das mal. Und dann kommt einer unserer 4 Astronauten vorbei und benutzt das dementsprechend. Und wir können genauso sagen, Warning und Emergency. Also das sind praktisch so die... 3 Stufen von benutzt das mal bitte. Also, also so mach mal und mach mal wirklich und mach mal wirklich, wirklich hinne. Sprich, wenn hier unser Luftreiniger oder unser Lebenserhaltungssystem ausfällt, dann machen wir da natürlich ein rotes Emergency-Zeichen drauf. Wir können auch Sachen boosten und können aber auch riskieren dadurch, dass Sachen kaputt gehen können. Sprich, wir könnten jetzt sagen, jo, wir machen jetzt hier einen Overdrive auf unseren Antrieb etc. Und der würde dann eventuell schneller kaputt gehen. So, wie funktioniert das Ganze? Wir haben verschiedene Ressourcen. Wir haben einmal Luft natürlich, die man zum Atmen braucht. Man kann hergehen und den Scrubber ab und zu ausschalten. Dadurch spart man sich auf jeden Fall Strom. Und kann vielleicht andere Dinge betreiben, wie zum Beispiel einen Prozessor, der halt Waste zurückverwandelt in Material. Dann haben wir, Waste ist praktisch ein Abfallprodukt, wird unter anderem durch die Bordtoilette bereitgestellt, aber auch zum Beispiel der Reaktor produziert Waste. Und genau. Dann haben wir einmal... den Prozessor, der Waste in Materials macht. Und haben praktisch den Reaktor, der macht genau das Gegenteil. Der macht aus Materials Energy und Waste. Wir haben dann verschiedene Destillerien hier, wo wir aus Materialien Fuel herstellen können. Das ist nämlich unsere nächste Ressource, Fuel. Die natürlich in unseren Engines verbrannt wird, damit wir halt vorwärts kommen. Wie das halt bei Raumschiffen so ist. Ja, und als nächstes haben wir noch 39 Ersatzparts, also Ersatzteile, die wir auf unserem Weg zum Mars praktisch, mit denen wir reparieren können. Und ich würde mal sagen, wir beobachten mal hier das Treiben. Und ab und zu passieren auch ein paar Dinge, wo man dann sagt, könnte eventuell sagen, oder man könnte eventuell davon sprechen, dass es zufallsgenerierte Ereignisse gibt. Aber viel zu viel möchte ich da auch noch nicht verraten. Auf jeden Fall, wenn ihr das Spiel haben wollt, ist natürlich der Link auch wieder in der Beschreibung. Das ist kein Rev-Link, da verdiene ich nicht dran. Damit helft ihr nur dem Entwickler. Ist übrigens auch auf Twitter zu finden. Und guckt einfach mal. Denn dann, wenn ich dieses Video poste, werde ich ihn wahrscheinlich auch direkt dabei verlinken. Wir sehen jetzt hier schon, wir haben einen perfekten Kurs. Wir fahren mit praktisch perfekter Geschwindigkeit. Also
Ja, so zwei Abweichungen ist halt immer drin, weil man vielleicht ein bisschen gedriftet ist oder so und so weiter und so fort. Man sollte aber halt darauf achten, dass wir hier die Drift Accumulation relativ häufig sagen, jo, mach das mal oder schau mal bitte da rein, dass das halt gewartet wird etc. Im Moment haben wir Average Quality, das heißt, es ist nicht kaputt, es gibt aber auch keinen Bonus. Und wir könnten theoretisch unseren Kurs nochmal ein bisschen korrigieren, aber das lassen wir erstmal so, wie es im Moment ist. Okay, unser Scientist hat offensichtlich gerade den Injector benutzt, um unsere Engines zu boosten. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass wir jetzt viel weniger Oxygen gerade haben. Und im Endeffekt aber unseren Speed hochgebracht hat auf 116. Und diesmal fliegen wir mit 116 von 116. Und wir sehen schon, wir haben 1% der Reise geschafft. Das heißt, es dauert eine ganze Zeit und es kann echt viel kaputt gehen dabei. Im Moment, toi toi toi, noch läuft alles gut. Aber wir sehen schon, unser Fuel wird nicht reichen. Und unser Oxygen, unsere Energie eventuell auch nicht. So, und da ist unser erstes Zufallsereignis auch schon. Und zwar unseren Prisoner Clara Adama. Will it spread? Or is this an isolated, non-contagious case? So, also. Wir könnten sagen, wir stecken alle Leute in Quarantäne und lassen eine medizinische Diagnose laufen. Und, oder wir können halt sagen, wir haben eine Medical Crew. Zum Glück haben wir einen Doktor dabei und der kann das einfach handeln. Und wir können halt sagen, ja, hoffen wir mal, dass das nicht ansteckend oder lebensbedrohlich ist und dementsprechend dann hier die dritte Option auswählen. Ich möchte die Easy-Option auswählen und das ist so ein cooles Minispiel. Man muss sich halt hier durchfuchsen durch dieses, ja, ich sag jetzt mal, durch diesen Circuit. Und da gibt es auch versteckte Blöcke drin. Das werden wir später mal sehen, wenn das in Medium oder Hard ist. Da kann es dann auch schon mal passieren, dass man da nicht so schnell durchkommt. So, whole crew gets sick and recovers in due time. Medical staff manages to handle the outbreak by elevating the symptoms. It was contagious, but not terrible dangerous. Alles klar. Das heißt, alle haben ein bisschen gekotzt. Und das finde ich auch ziemlich cool. Wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht, dann verschiebt sich das Bild so ein bisschen, ne? Also habt ihr ja gerade mitgekriegt. Und das zeigt eigentlich an, dass wir auf einem ganz guten Weg sind. Wir haben jetzt schon 2% geschafft, aber ich glaube, unsere Zeit läuft uns auch langsam davon. Deswegen, wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt, haut mir das in die Kommentare. Schreibt mir mal, was ihr davon denkt. Schreibt auch dem Entwickler, was ihr davon denkt. Was würdet ihr euch wünschen? PS, man kann auch seine eigenen Schiffe bauen. Also das ist jetzt das Default-Schiff. Aber wie gesagt, da ist auch noch mehr drin, mehr möglich. Und ja, hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Teilt das Video mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens im nächsten Stream oder nächsten Mittwoch wieder. Und ich würde mal sagen, macht's gut, bis dahin. Haut rein. Achso, kleine Sache noch. Und zwar, der 5-Minuten-Mittwoch wird bald ein Jahr alt und da habe ich mir ein bisschen was ausgedacht, was ich da gerne machen würde. Eventuell könnte es sein, dass ein paar Giveaways kommen. Eventuell, unter Umständen. Aber zu viel möchte ich ja auch nicht spoilern. Macht's gut, bis dahin, haut rein.